Boah, da singst du auch jede zweite Folge, ne? Das bietet sich so an. Ja, ja. Und übrigens, hier wurde auf meinem Kanal ja darüber spekuliert, warum wir denn ausrechnen, wie lange wir noch aufnehmen müssen. Ob wir das nicht mehr, ob wir keinen Bock haben aufzunehmen oder sonst was. Ich denke da auch oft. Im Prinzip, aber wie, nein, das hat ja damit zu tun. Wir haben jetzt zum Beispiel, haben wir jetzt 22 Uhr. So, wir sind ja auch normale Menschen. Ich weiß, manche mögen das vergessen haben. Aber es ist so, tatsächlich, wir haben auch ein normales Leben. Und dann, wenn man dann irgendwie hingeht und um 11 Uhr anfängt aufzunehmen und um 0 Uhr aufhören und dann muss man noch rendern, alles einstellen und so machen und so, dann ist schon wieder 1 Uhr. Da macht man sich halt vorher einen Zeitplan. Wie lange können wir maximal aufnehmen, ohne dass jemand anderen das dann auf den Sack fällt? Zum Beispiel letztes Mal meinte Alex ja auch so, ich kann jetzt nur noch 4 Stunden pennen oder so. Weil ich muss mich um 5:30 wieder aufstehen, genau. So, und jetzt, wenn wir dann sagen, wie lange müssen wir noch aufnehmen, dann meinen wir, wie lange müssen wir noch aufnehmen, bis wir wieder einen Part voll haben. Das heißt, einen 15-Minuten-Abschnitt. Ja. So, das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht aufnehmen wollen. Wir wollen schon aufnehmen hier, das ist schon... Ja, manchmal ist es nur ein bisschen schwierig, dann die Zeit dann dafür zu finden, also dass beide halt dann Zeit haben. So ist das halt. Na gut, Alex, im Prinzip müssen wir die äußere Wand da eh nochmal wegreißen, wenn wir die aus Holz, ne? Machen wollen. Ja. Wenn wir die denn aus Holz machen wollen. Ich habe ja übrigens jetzt auch dann aktuelles Texturenpack drin. Der Link, der ist ja auch geupdatet und bla, habe ich glaube ich beim letzten Mal schon mal gesagt. Was benutzt du denn? Ja, immer noch das T42. Ja, ich weiß, dass halt die Abonnenten wollen das ja immer wissen. Wie gesagt, steht auch in der Videobeschreibung. Das ist das T42, sowieso hast du nicht gesehen. Und wer das haben will, Download-Link und so weiter und so fort, ist alles in der Videobeschreibung drin. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das KOP auch in der Videobeschreibung drin. Was jetzt doof wäre, wenn die Schafe uns in den Keller abhauen. Hau ab! Da muss man mal zumachen. Aber wie viele Setzlinge hast du jetzt gekriegt? Weil ich habe keinen von diesen Bäumen gekriegt. Ja, ich habe 4. Also für einen Frage, dicken Baum. Machen wir, ja, die Frage, machen wir 4 kleine oder machen wir einen dicken? Ich würde jetzt einen dicken machen. Ich würde 4 kleine machen und die 4 kleinen nochmal fällen und hoffen, dass noch mehr Setzlinge rauskommen. Ich würde einen dicken machen und drauf scheißen. Sieht doch ekelhaft aus. Mach mal hier zu, ne, damit die nicht darüber rennen. Kannst du eine Tür holen gehen? Und Holz. Machen wir, jetzt gemacht. Das aus normalem Holz oder aus weißem Holz, also aus Birke oder wo? Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen, deswegen hatte ich die Sache mit dem Texturenpack angesprochen. Ich habe dann aber gerade schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ja. Sollen wir dann mal aus hellem Holz machen, dann haben wir einen Grund, die Birken abzureißen. Ja, dann gehe ich mal Birken abreißen gerade. Ich muss dann wieder zumachen, sonst hauen die Viecher ab. So. Weil ich habe mir ja gerade eine neue Diamanten-Axt gemacht. Also nicht nur eine Spitzhacke, sondern auch eine Axt. Na, ist ja egal. Wir haben es ja. Ne, wir brauchen, ist auch irgendwie, geht's ja auch schneller, ne? Eben. Also ich sammle jetzt nicht explizit die Saplings mehr für diese Bäume ein, weil wir, die wollen wir eh loswerden, ne? So war ja der Plan. Wenn ich natürlich welche runterfallen und ich einsammeln, ist okay, aber ich gehe nicht rein und sammle die doch ein. Jetzt, wo das helle Holz gibt, ist halt die Frage, ne? Also mit hellem Holz ist das schon wieder was anderes als mit dem hässlichen Birke. Birke, ja, du recht hast du. Deswegen, so ganz aussterben lassen sollten wir die Birke jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber der Birkenwald ist hässlich. Ja. Ich glaube, wir hatten mal bei irgendwelchen Folgen dazu aufgerufen, dass uns die Zuschauer ja sagen könnten, was wir bauen sollen. Und bis jetzt habe ich noch nichts davon gelesen. Nur mal so am Rande, ne? Zuschauer, Abonnenten, Freunde. Also wenn ich mich jetzt recht entsinne, ich kann natürlich auch mal was vergessen haben. Wenn da was kam, dann waren das nur so absurde Sachen. Ja. Die entweder also schon jeder Hinz und Kunst schon mal gebaut hat oder die einfach irgendwie... Also dieses Let's Play ist auch für euch. Ihr dürft es mitbestimmen, wenn ihr wollt. Ansonsten bauen wir einfach irgendwas, wie uns die Nase wächst. Und das kann unter Umständen ganz schön langweilig für euch werden oder ganz schön blöd oder was auch immer. Dann passiert nämlich sowas da, so ein Riesenhaus. Ne? Eben, da können wir gar nichts für. Das ist ja einfach so aus dem Boden raus explodiert. Nee, das ist eigentlich eure Schuld, weil ihr habt uns nicht gesagt, dass wir was anderes machen sollen. Deswegen haben wir einfach dieses Haus gebaut. Und dann haben wir so lange drum gebaut, weil wir einfach gewartet haben, dass ihr uns was sagt. Ja, und es kam nichts. Ne? Was ist das eigentlich hier? Ich hoffe das immer noch nicht. Was denn? Was hast du denn hier gemacht, ey? Das ist irgendein Creeper-Loch und du hast hier einfach Fackeln reingemacht. Ja,
Das mache ich immer. Wenn ich nicht genug Dreck dabei habe, dann mache ich unten Fackeln rein, damit nichts drin spawnt und mache einfach nur oben zu. So kacke, ey. So kann man auch Dirt sammeln, ey. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Lalalala. Oder damit ihr auch mal wisst, wann wir aufgenommen haben, die aktuelle Folge des Singleplayers bei mir hat auch so einen tollen Namen, die heißt nämlich Razer flickt Creeperlöcher. Und ich habe ja mit Absicht den Namen so gewählt, man kann sich ja fast denken. Aber ich fand die Kommentare darunter schon recht gut. Wann kommt denn mein Alex wieder? Was? Wer kommt wieder? Mein Alex. Wieso dein Alex? Willst du Holz haben? Na, ich bin da jetzt mittlerweile schon zu dem Schluss gekommen, dass ich jetzt zu dir komme. Ich bin jetzt schon auf dem Weg zu dir. Ist ja gut, ich komme mal schon. Ich habe anderthalb Stacks gerade hier von diesen Scheißbäumen abgeholzt. Ich muss eh mal ganz kurz mein Inventar mal ein bisschen ausschütten, weil... Gut, Dirt brauche ich ja jetzt im Prinzip gar nicht mehr eigentlich. Vielleicht dient ja zum Rummodellieren noch. Lass ich nochmal 2,5 Sticks, das ist gut. Aber ich glaube, das haben wir wohl nicht. So, jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stacks helle Bretter. Helle Bretter. Ja, es ist natürlich die Frage, sieht das, bei dir sieht das natürlich total anders aus als bei mir, ne? Das ist das. Geh doch weg, du Schaf! Ja, sag mal, was mache ich eigentlich? Die Wolle wollte ich wegpacken. Holz. Achso, wieso wolltest du Wolle wegpacken? Hast du Schafe gekillt oder was? Ja, das ist mir auf den Sack gegangen. Dann musst du halt leider sterben. Das eine Schaf ist jetzt abgehauen, während ich die Wand da vor ihm hergezogen habe. 3 hoch, 2 hoch, was haben wir vor überhaupt hier? Mach jetzt einfach mal 3 hoch, kannst du das Holz wieder wegkacken, wenn es hier zu hoch ist. Oh, knallt das. Was knallt? Das Holz. Wir müssen mal gucken. Im Prinzip können wir das überall 3 hoch machen. Und hier. Gib mal was von dem Holz. Und hier noch höher. Hier dann 1, 2, 3, 5. Danke. Schön. Bitte. 5 hoch hier an der Seite. Müssen wir gleich noch mehr Holz farmen gehen. Hier sollte echt die noch Tür. Noch höher, ne? Ja, okay, die muss ja hier rein. Und an den Seiten? Wie hoch an den Seiten? Das ist jetzt deine Höhe hier oben, oder was? Ja. So, hätte ich gesagt. Und an den Seiten. Hier. Reicht halt 3 dann eigentlich, ne? So. Dann steht's halt mit 2 ab, okay. Und hier guckt der Dreck vor, ne? Hier siehst du ja auf meiner Seite, sind ja schon 3. Ja, muss man dann wegbuddeln. Da hinten, das Möppes, das kommt ja eh weg dann. Ja, das stimmt. Das Möppet. Ja gut, hier kann man ja so machen. Keine Ahnung. Naja. Kann man ja alles noch ein bisschen ändern hinterher. Ja. Oh, was mach ich denn hier? Sieht interessant aus. Kann man im Prinzip auch überall 5 hoch machen, oder? Noch einen hoch, meinst du? Ne, jetzt sieht da hinten überhaupt nicht aus, da müssen wir hinten so viel Dreck anschütten. Das ist doch nicht schlimm, wenn er ein bisschen übersteht, oder? Ne, schlimm ist es nicht. Willst du da irgendwie auch ein Dach drüber setzen, oder was hast du vor? Die Schafe dürfen nicht nass werden. Wer will denn die Wolle weiter verarbeiten, wenn die stinkt und nass ist und so? Schien doch eh die Viecher. Ja. Oh, ich hab kein Holz mehr. Boah, hau ab! Also willst du noch 2 hochsetzen? Wie viel Holz hast du noch? Muss ich noch wegs Farm gehen, oder? Ja, ich glaube nicht, dass das reicht. Ne. Oh, 12 Stück habe ich noch. Reicht auch nicht, ne? 2 sind nur da drinne, womit ich hochgekommen bin. Das heißt, fehlt mir jetzt weiter, warum fehlt mir wahrscheinlich ein Block oder so? Guck mal hier! Herrlich. Tada, ich habe noch 6 übrig, was mache ich damit? Verbrennen. Das ist ein ganz schön tiefes Loch, was wir hier gebuddelt haben. Da. Aber wo die. Ne, hier ist. Was ist denn hier für ein Loch? Wo bist du denn jetzt? Ach, da. Machst du jetzt einen Tunnel, um die Viecher da reinzuholen, oder was? Ja. Oh. Fail.
Hä? Wieso ist denn ein leeres Loch? Hier sind gar keine Viecher mehr drin hier hinten. Lol. La 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 Merke, nicht mit dem Dia-Ding ins draufhauen, das ist doof. Ich hab's mit der Dia-Schippe gehauen. Muss reichen. Ja, ich hab dir dann noch mit der Dia-Axt nochmal gehauen und dann, Ey, die will nicht! Schluss. Hau ab. Die muss. Die hat nicht. Die hat gar keinen eigenen Willen. Die muss einfach. Ach Mensch. So. Keine Widerworte hier. Gut. Hier ist wieder zu. Schicken haben wir gar nicht gefarmt, ne? Wir haben zwei Kühe und ein Schaf hier drin. Ja, lohnt sich, ne? Wir brauchen, ja... Ach. Ja, was brauchen wir? Jetzt erstmal hier rauskommen, jetzt gerade mal irgendwie. Der Mitchell. So eine Art Schneise. Schneise? Bahnhof? Warum rennt hier eine Kuh draußen rum? Hä? Nicht, da hinten sind nur noch Schafe, also. Oh. Hä? Die sind auf deiner Leiter hochgegangen, du Affe. Wieso, was machst du da mit den Kackenzonen? Da sind die hochgegangen. Geh okay, rein da. Alter, du musst halt, ey, wie die aber diesen Weg genommen haben, wa? Ja, haben wir auch gedacht. Was soll das denn? Boah, er hast du Korn dabei? Eine. Nee, natürlich nicht. Nee. Hier, Cobblestone hier. So. Oh, ich mach's wieder gut. Wo ist jetzt hin? Hä? Machst du da hinten? Achso, du holst die Viecher da. Ja. Ja, mach mal. Oh, da ist sogar noch ein Schwein. Aber noch irgendwas in der direkten Umgebung hier gerade? Schlangen, Creeper. Schlangen, Dinosaurier oder sowas. Oh, ah, dieses Loch, wo die. Hä, wo sind die Viecher hin? Ins tiefe Loch gefallen. Wenn ich mich verarschen muss, wo sind die Schafe jetzt hin? Ein Schaf, wo ist das andere? Da hat keine Lust mehr. Komm einfach mit, ihr Scheißviecher. Weißt du jetzt, was ich mit Schneise meine? Nein. Ne, in die Zucht einführschneise. Für die Zucht einführschneise. Viecher holen gehen. Ach so. Schubst einfach von oben rein. Meine Idee jetzt. Also eine Schleuse, keine Schneise. Da, herrliches Einschleusungssystem. Ja, was ist denn ein herrliches Einschleusungssystem? So, das müsste auch jetzt gut aussehen hier, ne? Könnt ihr wieder miteinander machen. Ich bin ja dafür, dass wir die eigentlich trennen, aber... Nur ein Schwein kann aber keine Liebe machen, du. Ich weiß. Deswegen folgt ja bald noch eins. Da hinten ist eins, oder? Wo? Oh, das ist Sand. Ah, ne, das ist Sand. Ich hab schon Schweinesucht.
Schweinehallos. Schweinehallos.